Wir können uns nicht ausruhen. Und darum geht es eigentlich. Insofern ist der Peak, wie Sie es nennen, vielleicht erreicht. Und wenn wir uns ausruhen, dann geht's abwärts. Die Art und Weise, wie wir wirtschaften, ist sowas von überhaupt nicht nachhaltig, dass es ein Verbrechen ist an der Erde, an Menschen, die sehr viel schwächer und ärmer sind als wir und auch an zukünftigen Generationen. Was kommt eigentlich nach Prosperity und was bedeutet Prosperity? Wir haben den Wohlstandsgipfel überschritten und wir haben ihn auch komplett überreizt. Ist es einfach ein Wachstum nur wohin oder auch ein Wachstum wie? Das steht viel mehr im Raum als früher. Mein Leben hat sich so entwickelt, dass ich erkennen musste, das ist nicht planbar und beherrschbar gewesen. Dass wir etwa abstürzen, was den Wohlstand angeht, das glaube ich nicht. Ich glaube, wir dramatisieren permanent wirtschaftliche Normalitäten. Ich glaube, es gibt nicht mehr ein Erkenntnisproblem in Deutschland. Die Erkenntnisse sind alle da, wissenschaftlich belegt. Jetzt gibt es ein Anwendungsproblem. Bewusstsein schafft man nur durch Kontakte, neue Ideen und neue Menschen kennenlernen, die eigene Ideen haben. Insofern ist das hier eine Veranstaltung, wo es nicht nur um Networking geht, sondern wo ganz viele neue Ideen diskutiert werden, wo es neue Impulse gibt. Das ist im Grunde eine Art bayerisches Davos, ja. It opens up your mind to completely new dimensions. Ich glaube, der Unternehmertag ist längst eine Plattform geworden, auch die richtigen Menschen zu finden, die solche Ideen finanzieren können. To be in an event like this, to be able to make the connections that are here, well, it's absolutely first class. Und tolle Leute hier, super Atmosphäre. Und ich glaube, das macht auch das Treffen hier aus. Redner waren spannend, die Messages, die sind angekommen. Menschen sind nachdenklicher geworden. Alles in allem, ich bin überglücklich. Man merkt doch, dass hier also ein Marketplace geschaffen worden ist, der, glaube ich, für ganz, ganz viele Unternehmen zu einem absoluten Must-Termin im Jahr geworden ist. Ich freue mich schon auf den Unternehmertag 2020. Er wird am 18. bis zum 20. März stattfinden, hoffentlich wieder bei schönem Wetter. Ich freue mich auf euch.